Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Einen entscheidenden Nachteil von Model 3 habe ich bisher immer verschwiegen. Man muss nicht mehr in die Werkstatt zum Service machen. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der einen Ölwechsel machen muss, eine Kupplung reparieren, ein Getriebe, irgendwas nachfüllen. Das ist natürlich eigentlich ein Vorteil, aber es hat einen Nachteil. Es gibt nämlich ein paar Kleinigkeiten, die dadurch auch nicht mehr gemacht werden, weil man nämlich nicht mehr regelmäßig in die Werkstatt fährt. Und darum geht es in diesem Video. 10 Dinge, die man bei Model 3 selber machen kann, selbst wenn man Musik studiert hat. Und das Erste, was wir mal machen, ist, fahren in die Waschanlage. Ihr macht das natürlich nicht so, weil ihr streichelt ja euer Auto. Ich benutze mein Auto und fahre einfach in die Waschanlage. Eine Sache, weil ich da immer Stress habe oder immer hatte mit dem Auto in der Waschanlage. Es gibt ja den Waschanlagenmodus. Den findet ihr unter Service und schaltet hier über freies Rollen ein. Das ersetzt sozusagen das mühselige Schalten in den Neutral-Modus. Kommen wir zum zweiten Punkt, wie man nämlich die Wischerblätter wechselt. Und dazu geht man eben auch in den Service-Mode und hat hier den Scheibenwischer-Service. Schlunk. Damit treten die Scheibenwischer aus ihren Höhlen und sind nun zugänglich. Scheibenwischer sind jetzt im Wartungsmodus. Jetzt kann ich einfach hier aufs Knöpfchen drücken und die Scheibenwischer rausziehen, durch neue ersetzen und wieder einbauen. Habe ich in 100.000 Kilometern und 3 Jahren genau einmal machen müssen. Wenn wir schon hier vorne sind, die einzige Flüssigkeit, die man bei diesem Auto nachfüllen kann und muss, ist natürlich das Scheibenwischwasser, das sich hier befindet. Ich benutze dafür destilliertes Wasser. Ich glaube, es ist kein Fehler. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass man die Mischung der Kälte anpasst, sodass es nicht einfrieren kann. Ansonsten brauche ich das nicht zu zeigen. Ich verklecker sowieso immer alles, weil ich keinen Trichter benutze. Und das ist jetzt was, das kann bestimmt jeder. Was nicht jeder kann, ist das hier. Aber das erzähle ich in einem anderen Video. Eine Sache, die ich selber mir erst anlesen musste, die vielleicht der eine oder andere noch nicht wissen, ist, dass man ja den Service-Modus einschalten kann. Und zwar, indem ich hier länger da drauf drücke. Und dann heißt es, glaube ich, einfach Service. Gucken. Hat funktioniert. Aktivieren. Und jetzt sind wir im Service-Modus. Und da kann man jetzt Dinge sehen, die man sonst nicht sieht. Service Alerts. Left Interior Trunk Light Fort. Was ist hier? Rear Defrost is disabled. Also ich habe praktisch im Service Mode hier 2 Fehler meines Autos gesehen, die mir sonst gar nicht aufgefallen wären. Und da kann ich mich jetzt um die Reparatur kümmern. Dann sieht man natürlich alle Infos zum Auto, die man haben will. Zum Beispiel auch, dass ich die 2.5 Computer Hardware drinnen habe. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zu sehen, wie die Kameras im Moment sind. Sie leuchten alle grün. Die Sensoren ebenfalls alles funktionsfähig. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, was ein Service-Mitarbeiter tun kann, wenn er das Auto repariert. Für mich im Moment ist es einfach nur sinnvoll, wenn irgendwas ist, dann habe ich da die Möglichkeit, im Service-Mode mal nachzuschauen, sind die Kameras okay, gibt er irgendeine Fehlermeldung aus. Das ist eigentlich ganz praktisch, da muss man nicht extra deswegen zum Service-Center hinfahren. Und jetzt fahren wir nach Hause und machen den 4. Punkt, nämlich den Innenraumfilter wechseln. Ich habe mir dazu diese hier besorgt, damit hatte ich letztes Mal gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich habe es schon mal gemacht und hoffe, ich kann es immer noch. Wir bauen also 2 Innenraumfilter. Eigentlich natürlich ein Plastikding, um die Verkleidungen zu lösen, und einen T20 Schlüssel. Es gibt übrigens auch von Tesla eine Seite, wo drauf steht, was man alles selber machen kann am Model 3. Und da ist das eigentlich sehr schön bebildert beschrieben, was man jetzt tun muss. Nämlich zuerst mal die Fußmatte rausmachen. Dann muss ich die Seitenverkleidung lösen. So, sieht gut aus, alle noch da. Ist natürlich was, was man besser bei höheren Temperaturen macht. Jetzt hat es gerade 16, 17 Grad, das ist eigentlich ideal. Als nächstes muss man die untere Verkleidung vom Handschuhfach wegmachen. So, dann gibt es hier eine Schraube, die ich lösen muss. Die Schraube ist sehr versteckt, das ist nämlich die hier oben. Und die muss ich aufschrauben. Man könnte auch sagen, Tesla will nicht, dass man den Luftfilter selber auswechselt. So, spannender wird nachher beim Einbau, sie zu erwischen. Und dann kann man hier diese Klappe wegmachen.
Und jetzt ist man eigentlich am Luftfilter dran. Ich gebe zu, es ist besser, das abzubauen. Einmal. So, Dele. Jetzt kann man hier ganz oben die Luftfilter rausziehen. Na ja, gut, man sieht schon, dass hier so einiges drin ist. Ebenfalls rausheben. Alter Luftfilter, Pollen, neue Luftfilter. Oh ja. So, hier haben wir noch einen Staubsauger geholt. Der Pfeil muss nach hinten zeigen, das heißt, in diese Richtung wird geflowt. Hier ist die vordere Seite. So, einmal Zwetschke. Der rutscht nach unten. Einfach zwei Plätze übereinander. Der Pfeil zeigt nach hinten. So, jetzt sind die da drin und jetzt kommt die nächste schöne Aufgabe, nämlich diese Schraube muss jetzt wieder in das Loch da hinten, wo man nicht einsehen kann und ja, wo ich am besten gleich gar nicht erst hingucke. Ja, cool. Im ersten Anlauf geschafft. Rückbau. Ihr seht schon, lieber würde ich 4 Stunden Klavier üben, aber sowas kann man tatsächlich mal selber machen. Was man sonst noch selber machen kann, das frage ich jetzt mal in Bad Dürrheim bei Stegmann, den lieben Dennis, weil der kennt sich damit bestimmt sehr gut aus. Pflegen ist ja nicht so meine Stärke. Was würdest du denn sagen, so, was könnte man am Model 3 selber machen, wenn man pflegen will? Ihr könnt eigentlich alles nehmen. Es gibt Vaseline-Sprays, es gibt TEF-Spray, einfach was, wo man auch Schlösser und Scharniere schmieren kann. Oh. Wenn wir hier reingehen, haben wir hier unsere Scharniere. Ja? Also ja. Das ist der Scharnier, hier unten ist ein Scharnier und hier haben wir eine Türbremse. Und normalerweise geht man jetzt hin und geben dem so ein bisschen etwas mit. Ja? Okay. Wenn man will, wenn man das richtige Schmiermittel hat, also es darf nicht harzen, ganz wichtig, gehen wir hier noch ein bisschen ins Schloss mit rein. Und dann bewegen wir das ab und zu ein bisschen hin und her. Ja. Dann kann das wandern, also bei der Heckklappe. Ihr merkt es am ehesten, wenn ihr das 19er, 20er Modell noch habt, mit der manuellen Heckklappe, dass man hier an den Scharnier ein bisschen Schmiermittel aufträgt, dass das Scharnier leichter läuft. Bei der elektrischen Heckklappe merkt man es nicht, weil es elektrisch macht, wobei es auch kein Fehler ist, damit einfach die Scharniere sauber laufen, dann beansprucht man den Dämpfer nicht so. Okay, sehr gut. Dasselbe kann man wahrscheinlich auch vorne machen beim Frunk. Genau. Da gibt es dieselben 4 Punkte, oder? Ja, und nur 2, aber es reicht. Was kann man noch schmieren? Das ist so ein Gummipflegemittel. Mhm. Ja? Sonst ist das immer so beim Winterservice so eine Standardsache in einem Autohaus gewesen. Man schmiert die Dichtungen mit so einem Gummipflegemittel ab. Okay. Das heißt natürlich, die Gummis verkleben nicht, vereisen nicht mehr, weil einfach eine Silikonschicht drauf ist oder eine Schmiermittelschicht drauf ist, die einfach das verhindert. Wobei die Griffe immer noch zufrieren können. Genau, ne? Die Griffe frieren zu. Falsche Griffheizung, aber. Aber du bist ein bisschen skeptisch, was dieses Pflegen betrifft, oder? Persönlich, also es ist jetzt, jeder hat da seine eigene Meinung. Der ist sicherlich sinnvoll. Wenn wir den Gummi hier schmieren, wo unsere Scheibe hoch und runter läuft, habe ich jedes Mal an meiner schramenlosen Scheibe einen kleinen Fettrand und mich persönlich stört's. Ja, ja, ja. Und du denkst, so nötig ist es dann auch nicht? Also ich habe bisher keine Probleme und der Golden Circle steht bei mir immer vor der Haustür und kriegt auch Regen und Schnee ab. Und wenn es im Winter, wenn die Tür nicht mehr aufgeht und es liegt nicht am Griff, dann ist es eher die da unten, oder? Genau. Also das kann sein, dass die macht manchmal Geräusche auch oder sie klebt einfach, weil sie anliegt hier unten, verklebt sie einfach mit dem Wasser und dann kann sein, dass die einfach festklebt. Oft gibt es mal, dass die Scheibe die Kalibrierung verliert. Das heißt, man drückt runter und sie fährt jetzt nicht wie hier schön automatisch runter, sondern sie bleibt stehen. Mhm. Der Trick ist nachher, wenn das bei euch passiert, ihr drückt hier dauerhaft runter, bis die Scheibe einmal ganz nach unten fährt. Dann gibt es noch mal einen kurzen Druck. Dann versteht der Motor, okay, ich kann eigentlich nicht weiter runter und lernt quasi diese Nullstellung, Scheibe unten. Mhm. Dann zieht man dauerhaft die Scheibe nach oben, bis die Scheibe wieder anhält. Mhm. Motor steht oben. Jetzt gebe ich ihm nochmal durch einen kleinen Zug. Mhm. Wir haben gerade ganz kurz gehört, dass der Motor wieso nachschafft. Das heißt, der speichert sich seine obere Endabschaltung und dann funktioniert danach die Automatik wieder. Also letztendlich, man zeigt ihm einmal, wo ist unten und wo ist oben. Genau. Bestätigt es einmal und dann weiß er es wieder. Dann weiß er, dann speichert er sich die Nullpunkte und dann geht es wieder. Also wenn mal was ausfällt, wäre das so eine kleine Möglichkeit. Ja? Scheinwerfer anpassen, da hatten wir es ja bei meinem TÜV-Video. Genau, wenn wir ein Update fahren und merken, unsere Scheinwerfer sind jetzt komisch verstellt, drücken wir einfach auf den Menüpunkt, dann tun die sich wie so kalibrieren nochmal.
die richtige Einstellung vornehmen, habe ich schon gesagt, würde ich weniger, weil ein LED-Scheinwerfer relativ komplex einzustellen ist. Okay, ja? Das ist eigentlich nur so, dass er, wenn er sich mal komplett verschluckt hat, dass er dann wieder sozusagen wenigstens in die Normalstellung geht oder so. Okay. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zu den Reifen. Also Reifenwechsel mache ich keinen. Ja. Du kannst mir vielleicht nachher trotzdem sagen, auf was es ankommt, aber das mache ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Und außerdem, da ich ja am Anfang zu geizig war, um mir also Sommerreifen, Winterreifen, Felgen zu kaufen, habe ich das immer ummontieren lassen. Das kann ich sowieso nicht selber. Also mache ich auch keinen Reifenwechsel. Und jetzt habe ich Alljahresreifen. Und insofern brauche ich auch keinen Reifenwechsel. Genau. Auf was wäre denn zu achten, wenn ich einen Reifenwechsel mache? Also wir fangen erstmal an mit dem Fahrzeug hochnehmen. Mhm. Ja, also das ist ja, wir haben jetzt ja keinen typischen Schweller, wo wir hingehen, wie wir es vielleicht von unseren alten Autos kennen, sondern wir haben hier am Akku nachher nur noch so eine Aufnahme, die ist hier und das ist so ein Loch. Ja? Und da gibt es ja diese Checkpads, nennt man das. Mhm. Das ist nachher so ein Gummi, eine Gummiaufnahme, die hier genau reinpasst und dann kann ich mit meinem Wagen hier hoch und runter das Fahrzeug anheben. Okay. Also wenn man sowas idealerweise sollte man benutzen. Ist es ideal. Ansonsten kann man sich natürlich helfen mit Gummi, anderen Gummi, diversen Gummiunterlagen. Mhm. Schritt Nummer 1, dass wir nichts am Fahrzeug kaputt machen. Dann Reifenwechsel, gibt es jetzt nichts Besonderes zu wechseln. Schraube auf, Schraube zu. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein Drehkreuz oder wie man es kennt, da dieses Radkreuz benutzen. Mit einem Drehmomentschlüssel ist essentiell wichtig, weil bei Model 3 gehen wir nicht wie gewohnt mit 120 Newtonmeter oder so an das Rad, sondern wir gehen mit 175 Newtonmeter, ziehen wir die Radschrauben an. Okay. Wir haben auch einen größeren Stehbolzen, vorher 175 Newtonmeter, das ist wichtig zu wissen. Okay. Und dann haben wir das vorher gesehen innen drin, dass wir die Räderkonfiguration haben. Wenn wir jetzt eine Performance haben oder wir haben die optionalen 19 Zoll Felgen drauf oder so, kann ich über die Räderkonfiguration andere Felge bestimmen. Und dann passt auch der Tesla sich einmal innen drin in der App auf das andere Felgendesign an, aber er sagt auch, er tut nachher den Radumfang neu hinterlegen. Okay. Inwieweit das jetzt wirklich essentiell wichtig ist, aber das gehört einfach mit dazu und dann den Reifendruck prüfen. Und das war's. Das ist bei jedem Fahrzeug so, darum ist es auch zu empfehlen, bei jedem Fahrzeug das eigentlich zu machen, wenn man dran denkt. Wir nehmen hier die Klipse raus, wir lösen die hier aus, die haben zwei so. Ihr seht selber, die haben hier zwei so Nuten eingefräst, da kommt man besser rein. Dann mit einem Schlitzschraubenzieher kann den Clips auslösen. Und dann wird es interessant. Dann ziehen wir mal den Radlauf hier raus und dann Gott seht ihr... Gottes Willen! Das sieht ja aus wie bei Hempels und dem Sofa. Und dieser Dreck staut sich natürlich hier auf dem im Schweller, bleibt immer feucht. Heißt, wir haben Rostgefahr, alles. Gell? Nicht der Idealzustand für Blech. Ja. Alles rausmachen, vielleicht idealerweise mit einem kleinen Spraywachs oder sowas nochmal nachisolieren und das, wenn man das alle halbe Jahre macht, sammelt sich da nicht zu viel. Und dann habt ihr euch schon ein bisschen dafür geholfen, dass es da nicht gammelt. Diese Dad macht es alle halbe Jahre garantiert. Also wenn ich wieder drin war. Ja Mensch, hast mir wieder viel gezeigt, was ich eigentlich machen müsste. Also, ihr wisst jetzt, was ihr tun könnt, wenn ihr mal in Conscious vorbeikommt. Genau. Dürft ihr gerne bei mir da unten die Radkästen ausräumen. Ich freue mich sehr. Das kriegt auch einen Kaffee. Nee, aber ansonsten, vielen Dank, lieber Dennis. Habe ich wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Euch hat es Spaß gemacht. Das meiste wusstet ihr natürlich sowieso. Eure Autos sehen auch viel besser aus als meins. Gebt mir bitte unbedingt ein Like für dieses Video. Abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, okay. Euer Lisa Dad. Und tschüss.